So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Filme. Wir haben mir mal lange Gedanken gemacht, was für Filme ich denn als nächstes vorstelle oder welches Genre und habe mir gedacht, heute mache ich einfach mal Kriegsfilme. Viele werden jetzt von euch sagen, Kriegsfilme gucke ich nicht, da ist immer so viel Geballer. Ja, es mag sein, da ist Geballer dabei. Es ist auch nicht für jeden was. Nur weil sich ein Film im Umfeld eines Krieges bewegt, heißt es noch lange nicht, dass in dem Film nur geballert wird. Meistens sind es wahre Begebenheiten, Geschichten, die im Krieg passiert sind und die sehr, sehr tiefgründig sind. Außerdem geht es auch um Antikriegsfilme, einfach nur um darzustellen, wie schrecklich der Krieg ist. Und deswegen habe ich gedacht, heute mache ich einfach mal das Thema. Gleich vorneweg, ihr könnt natürlich wieder fleißig Kommentare schreiben und könnt auch euch wünschen, was denn als nächstes für ein Genre dran kommen sollte bei Filme. Und es wird am Ende noch ein kleines Gewinnspiel geben. Also bleibt bis zum Ende dran und dann könnt ihr was gewinnen. Viel Spaß. Der erste Film aus meiner Liste ist Das Boot von 1981. Wolfgang Petersen, der mittlerweile ja Hollywood-Regisseur ist, unter anderem verantwortlich für die unendliche Geschichte oder Der Sturm mit George Clooney, hat die Jungschauspieler-Elite des deutschen Films 1981 zusammengekratzt und hat sie in Uniform gesteckt, und zwar in eine maritime. Die Story an sich ist jetzt nicht sonderlich reißend, das geht einfach nur darum, das Boot U96 soll in den Atlantik stechen und soll dort britische Handelsschiffe versenken. Mit dabei sind unter anderem Jürgen Prochnow, der ja auch in Hollywood relativ gut Fuß gefasst hat. Herbert Grönemeyer ist dabei, hat sein Mikrofon auf Seite gelegt und hat auch mal sich als Schauspieler versucht. Aber auch sehr, sehr viele, ja, zumindest in Deutschland, erfolgreiche Schauspieler. Jan Vetter ist dabei, Ralf Richter. Jan Vetter ist ja leider vor kurzem von uns gegangen. Der kennt ihn nicht aus Großstadtrevier. Ja. In dem Film wird einfach nur wiedergespiegelt, wie schrecklich denn der Seekampf war, vor allem U-Boot, wie zusammengepfercht die Besatzung gelebt hat. Und ja, es ist einfach für Filmfans oder zumindest Leute, die sagen, gibt es deutsche gute Filme, ein Muss, das Boot einmal gesehen zu haben. Kurze Information, das Boot ist natürlich ein Nachbau. Steht oder stand bei den Bavaria Filmstudios zum Ansehen, aber in verschiedenen Seebädern stehen auch U-Boote der gleichen Baureihe wohl, die man besichtigen kann. Zum Beispiel im Ostseebad Laboe, wo auch das Marine-Ehrenmal steht, und auf der Insel Fehmarn ist auch ein U-Boot, das man von innen sich angucken kann, und es ist sehr beklemmend. Vor allem für mich, der ziemlich mit Platzangst zu kämpfen hat, wäre das nicht gewesen. Ich habe zwar auch gedient, aber war beim Heer und da bin ich auch froh drüber. Nichtsdestotrotz, das Boot gehört auf jeden Fall bei der Genre Krieg, zumindest in Deutschland, mit in die Liste. So, wir bleiben im Zweiten Weltkrieg. Hacksaw Ridge. Mel Gibson hat eine Heldentat aus dem Zweiten Weltkrieg auf die Leinwand gebracht. Und zwar des Sanitäters Desmond D. Doss. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ich schreibe euch hier unten mal den Namen hin, und so sieht der gute Mann aus. Er ist ein Sanitäter im Zweiten Weltkrieg, oder beziehungsweise will als Sanitäter im Zweiten Weltkrieg dienen, möchte aber keine Waffe tragen. Also ein Dienst an der Waffe Verweigerer, der trotzdem im Krieg dienen möchte als Sanitäter, helfende Hand. Er bekommt ziemlich viel Gegenwind, schafft es aber dann trotzdem, für den Kriegsdienst zugelassen zu werden und wird bei der Schlacht von Okinawa auch eingesetzt. Der Gute macht sich dort so gut, dass er am Ende auch die Medal of Honor mit nach Hause nimmt. Und es basiert, wie gesagt, auf wahren Begebenheiten. Natürlich ist der Film etwas patriotisch zugewürzt, würde ich mal behaupten. Aber im Großen und Ganzen ist die Story einfach genial. Die Kriegshandlungen beginnen erst so zu der Hälfte des Filmes. Es ist die Grundausbildung mit dabei. Und der Kampf, sich ohne Waffe
am Krieg zu beteiligen. Die Hauptrolle übernahm in dem Film Andrew Garfield, der unter anderem bekannt ist durch die Spider-Man-Verfilmungen. Ich glaube, die dritte Verfilmung ist es. Ich weiß es nicht. Spider-Man wurde mittlerweile schon so oft verfilmt. Ja, es macht einen schon nachdenklich, diesen Film anzusehen. Und natürlich darf in keiner Kriegsfilmliste der Soldat James Ryan fehlen. Wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte das umgehend tun. Es ist einfach eine Meisterleistung von Steven Spielberg. Es wurden immer mal wieder GIs, die in der Landung der Normandie dabei waren, gefragt, wie war das damals denn so? Und viele haben geantwortet, hast du den Film Soldat James Ryan gesehen? Da wird es am besten wiedergespiegelt. Das ist eine sehr, sehr heftige Anfangsszene, Landung in der Normandie. Damals im Kino sind wohl viele aus dem Saal gestürmt, weil ihnen schlecht wurde. Sehr realistisch gedreht. Ich sag, Steven Spielberg hat das richtig gut gemacht. Inhaltlich ist der Film angelegt an eine wahre Begebenheit wohl, aber die Namen sind geändert. Private Ryan dient als Fallschirmjäger in der Normandie. Er hat drei Brüder, die alle mittlerweile in Kampfhandlungen gefallen sind. Und die Army möchte der Mutter den vierten Sohn nicht auch noch nehmen und der soll nach Hause geschickt werden. Das Problem ist bloß, bei der Landung der Normandie ging ziemlich viel schief und die Fallschirmjäger sind wild versprengt im ganzen Land. Und ja, gleichzeitig landen die Boote am Omaha Beach. Die Invasion ist im vollen Gange und Captain John Miller, gespielt von Tom Hanks, eine richtig gute Rolle von ihm, schlägt sich über den Strand hinter die feindlichen Linien. Überlebt die Landung und soll dort ein Team zusammenstellen. Unter anderem ist auch Vin Diesel dabei, einer seiner ersten Filmrollen, um Private Ryan aufzufinden und ihn nach Hause zu schicken. Das ist die Grundessenz der Geschichte, mehr sage ich nicht dazu, kann man auch nicht viel spoilern. Ein richtig, richtig guter Film, Soldat James Ryan, sollte man gesehen haben. Natürlich auch ausgezeichnet mit dem Oscar, unter anderem für die beste Regie für Steven Spielberg. Also einfach angucken, klasse. So, wir verlassen den Schauplatz Zweiter Weltkrieg und gehen in die 60er Jahre, in den Vietnamkrieg. Und hier habe ich rausgesucht, Wir waren Helden. In der Hauptrolle Mel Gibson. Er spielt den Lieutenant Colonel Hal Moore, der mit dem 7. Kavallerieregiment die Schlacht im Latrang-Tal in Vietnam anführen soll. Das ist die erste große Schlacht, die in Vietnam durchgeführt wurde. Das Besondere dabei ist, es wird was Neues ausprobiert. Man hat überlegt, wie kann man denn ganz schnell Soldaten ins Kampfgebiet bringen und auch schnell wieder raus. Und das macht man mit Hubschraubern. Das ist mittlerweile ja immer noch bewährt, aber in Vietnam wurde das wirklich verfeinert. Und so wurde dann die Landezone X-Ray für den Bahnhof der Soldaten, die in die Kampfhandlungen geflogen werden. Es ist in dem Film sehr viel Geballer. Es spielt einfach in einem Kampfgebiet. Es sind aber kleine, verschachtelte Stories in dem Film versteckt. Vor allen Dingen die Sache mit dem Kriegsberichterstatter ist ganz interessant. Es ist eine wahre Begebenheit. Ob das sich jetzt natürlich zu 100% zugetragen hat, weiß ich nicht. Hal Moore ist auf jeden Fall ein amerikanischer Kriegsheld wohl und auch ein späterer General. Und ich finde einfach den Film sehr gut umgesetzt. Und ja, guckt ihn euch einfach an. Es ist nicht schlecht. Natürlich muss auch einer meiner Lieblingsfilme auf die Liste. Und das ist mit Abstand, was Kriegsfilme angeht, Platoon von 1986. Einer der ersten Filme von Charlie Sheen in der Hauptrolle. Der intelligente Student Chris hat keinen Bock mehr auf Lernen und meldet sich 1967 zum Kampfeinsatz in Vietnam. Dort angekommen merkt er aber schnell, dass seine Entscheidung vielleicht falsch war. Denn neue haben dort nicht viel Stellenwert, werden ausgegrenzt und ja, müssen an vorderster Reihe vorne weglaufen. Es ist einfach nur die Hölle. Zudem tobt im Zug ein interner Krieg zwischen zwei Vorgesetzten und die Darstellungen
des Krieges sind sehr, sehr heftig umgesetzt. Der Film wurde auch mit dem Oscar für den besten Film ausgezeichnet und ist meines Erachtens nach ein Meilenstein in puncto Kriegsfilme. Einfach mal angucken und bewerten. Der letzte Film auf meiner Liste ist American Sniper. Bradley Cooper spielt Chris Kyle. Chris Kyle gab es wirklich. Ich betone, es gab ihn. Ich hau euch den Namen hier unten mal rein. Ihr könnt ihn gerne googeln. Ist ein ehemaliger Navy SEAL, der sich ziemlich Namen verschafft hat im Irakkrieg mit seinen Abschüssen und seinen Handlungen dort unten. Und das Leben von dem Mann, zumindest die Zeit, in der er im als er im Irak war, die wurde in dem Film thematisiert. Bradley Cooper ist einer meiner Lieblingsschauspieler. Deswegen muss auf jeden Fall ein Film dabei sein, in dem er da mitspielt. Die Story ist gut aufgebaut. Und ich kann nicht mehr dazu sagen. Das ist auf jeden Fall meine Liste an Kriegsfilmen, die ich rausgesucht habe, die auch an Auszeichnungen gekriegt haben, die auch so ein bisschen eine Story vermitteln vielleicht, nicht nur Geballere, wie am Anfang genannt. Es gibt so viele Kriegsfilme, es ist einfach schwer, da die beste Wahl zu treffen. Ich hoffe, ich habe es geschafft und ihr habt Spaß dran, die Filme euch mal anzugucken und vor allen Dingen auch zu sagen, hey, cool, ich habe den Film noch nicht gesehen, ihr habt mir sehr gut gefallen. So, Freunde, das gibt es noch was zu gewinnen, wa? Und zwar kriegt ihr von mir den Director's Cut von Das Boot als DVD. Ist die Kinofassung drauf, es ist aber der Director's Cut anzusehen. Was ihr dafür tun müsst, ihr müsst eigentlich nur in die Kommentare dort unten reinschreiben, Hashtag Boot. Und in einem meiner nächsten Videos werde ich dann per Zufallsgenerator auslosen, wer denn die DVD gewonnen hat. Ich wünsche euch dann viel Erfolg, viel Spaß bei den Filmen und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann, Freunde.